Heute gibt's wieder ein neues Flugzeug. Diesmal eines, das noch einmal anders ausschaut, als wie alle Papierflugzeuge, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber auch dazu gibt's Parallelen zu den wirklichen Flugzeugen. Schaut sich das einmal an und dann faltet es nach. Viel Spaß dann beim Fliegen. So, jetzt haben wir da ein Plattl. Okay. Und das Feine da an dem Untergrund ist, ich kann das da herlegen, 5, 10, 15, 16. Und genau da bei 16 falte ich das jetzt einmal einfach um. Noch ein bisschen. Und den Streifen schneiden wir weg. Bauen nicht mehr. So, zuerst da folgt man zur Hälfte. Dann machen wir es wieder auf. Und diese Hälfte folgt man wieder zur Hälfte. So, und das, was wir jetzt da reingefalten haben, das faltet man wieder so zur Hälfte. Und dann das Ganze an der ersten Faltung umkippen. Und jetzt brauchen wir da ein Stück Klebestreifen. Picken das da in der Mitte nieder, dass es nicht mehr so aufgeht. Jetzt kann ich mir das da noch so halbieren, da, dass die zwei Ecken da beieinander sind. Und da unten knicke ich das einfach scharf, aber nur vorne ein. Hinten nicht so. Und dann nehme ich den wieder so in die Hand und los geht der Spaß. Wenn er nicht sofort gescheit fliegt, dann nimmt man irgendwas Rundes und legt den Flieger da so drauf und tut den vorderen Teil da so ein bisschen rund machen. Muss jetzt nicht unbedingt sowas sein. Und wenn er so Hupfer macht, dann kann man immer noch die Ecken ein bisschen so nach unten tun. Und dann hat man da ein Flugzeug. Das hat einmal gewonnen in der Kategorie, bleibt am längsten in der Luft.